Hallo zusammen, neues Video für euch und zwar heute ein Video, was so ursprünglich in meiner Planung gar nicht vorgesehen war. Also meine Videos sind ja immer ein bisschen vorproduziert, aber diese Woche ist was passiert, wo ich sage, das muss definitiv in ein Video. Deswegen auch total unrasiert heute, es geht heute um den Content. Was ist passiert? Adobe hat diese Woche eine neue Version von Photoshop freigegeben. Und zwar ist das jetzt an sich noch nicht mal so diese bahnbrechende Nachricht, sondern die bahnbrechende Nachricht ist, was ist da drin? Denn Adobe Firefly, Adobes eigene künstliche Intelligenz, KI, ist jetzt in Photoshop nutzbar. Und was das alles kann, das will ich euch jetzt heute mal so ein bisschen, zumindest in Ansätzen zeigen, denn alles, das würde den Rahmen jedes Videos sprengen. Kleiner Satz vorweg. Das Ganze ist noch als Beta-Version, sprich, ihr müsst es gleich separat runterladen, zeige ich euch auch wie. Das ist noch nicht die finale Version. Das heißt, all die Fehler, die wir gleich finden, die können in der finalen Version vielleicht sogar schon weg sein. Und wenn sie in der finalen Version noch nicht weg sind, wird es mit Sicherheit demnächst noch eine neue Version geben. Also, Adobes eigene KI für Bildgenerierung jetzt in Photoshop nutzbar und was das für Bearbeitung bedeutet, unglaublich, das schauen wir uns jetzt an. So, hier sind wir jetzt in der Beta-Version von Photoshop. Erkennt ihr unter anderem daran, dass all eure Einstellungen natürlich zurückgesetzt sind, weil es ist eine eigene Software, ist ein eigenes Programm, läuft nicht über den normalen Update-Prozess und damit sind auch alle eure Tastaturkürzel nicht da, eure Einstellungen für die Arbeitsfläche sind zurückgesetzt, müsst ihr alles im Zweifel nochmal machen. So, wie komme ich jetzt als erstes an diese Beta-Version? Dafür müsst ihr einmal in eure Creative Cloud App gehen. Egal ob auf dem Mac, auf dem Handy, auf dem PC. Ihr geht in eure Creative Cloud Applikation und schaut dann, wo ihr es kriegt. Wie gesagt, ihr kriegt es nicht über den normalen Update-Prozess, denn da ist nichts da. Ihr müsst hier unten in diesen Punkt Beta-Applikationen gehen und dann findet ihr hier die Photoshop Beta. Aktuell in Version 24.6. Bei mir steht öffnen, weil ich habe es schon natürlich runtergeladen und ausprobiert. Bei euch steht dann wahrscheinlich hier installieren. Und damit müsst ihr dann natürlich ein bisschen rumspielen erstmal. Also ihr installiert die erstmal. Könnt danach sicherheitshalber nochmal schauen, ob es noch ein Update dafür gab. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Kann sein, dass da Adobe nochmal was nachgelegt hat. Aber ansonsten erstmal installieren und öffnen. So, nachdem wir die Beta von Photoshop installiert haben, können wir jetzt damit ein bisschen rumspielen. Das allererste, was ihr machen solltet, ist, ihr geht unter Fenster und schaut, dass der Haken bei kontextbezogene Taskleiste aktiviert ist. Wenn nicht, aktiviert ihr ihn. Denn nur über diese Taskleiste können wir auf diese KI von Adobe zugreifen. So, was kann diese KI denn jetzt? Ich habe einfach mal ein paar Beispielbilder rausgesucht und da gucken wir uns jetzt mal an. Ihr seht jetzt hier unten übrigens auch schon diese Taskleiste. Das ist diese und die, der Name sagt es, kontextbezogen, die ändert sich je nachdem, was wir machen. Also wir haben jetzt hier ein Bild von einem Pärchen, ist alles ein Stock-Image. Stock-Image links wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir möchten jetzt einfach mal eine Person aus diesem Bild entfernen. Wir entfernen mal den netten Herrn, denn die Dame möchte ein Bild von sich und dem Hund alleine und hat ansonsten keine Bilder, wie auch immer. Also wir nehmen uns ein Auswahlwerkzeug und machen einmal keine genaue Auswahl, also wir brauchen kein Select Subject oder ähnliches. Wir fahren einfach mal um den Herren drumherum und wollen einfach alles von ihm in der Auswahl haben. Das kann auch ein bisschen mehr sein, also hier gehen wir auch über die Hose der Dame, alles gut. So, und wir sehen jetzt, dass sich das hier unten geändert hat in generative Füllung. Das klingt auf Deutsch total dämlich. Der Generative Fill auf Englisch ist in meinen Augen cooler. So. Wir klicken da einmal drauf und dann öffnet sich hier so ein Prompt, so ein Eingabefeld. Da steht, beschreibe, was du generieren möchtest oder gib einfach gar nichts ein. In Klammern nur Englisch. Also damit werden wir direkt darauf hingewiesen, alle Kommandos, die wir hier eingeben können, müssen wir in Englisch eingeben, wenn wir denn überhaupt welche eingeben wollen. Wir können ja auch, gib einfach gar nichts ein, wir können es auch leer lassen. Und das machen wir hier. Wir haben ihn markiert und sagen jetzt erstmal nichts dazu und klicken auf Generieren. So, das System ist gerade ausgelastet, das passiert heute schon den ganzen Tag, weil Gott und die Welt das gerade ausprobiert. Ich klicke jetzt einfach ein paar Mal auf Generieren, bis es irgendwann durchläuft. Ich lasse es auch jetzt beim allerersten Mal komplett durchlaufen, damit ihr seht, wie viel Zeit das in ungefähr in Anspruch nimmt.
Wir lassen auch den datenschutzrechtlichen Aspekt auch außen vor. Es geht heute jetzt nur rein um diese Technik. So, und was ist passiert? Der Herr ist raus. Photoshop hat das Ganze gefüllt mit hier an das Holz gedacht, hat hier bei der Decke, dem Kissen, wie auch immer, was gemacht, hat hier sauber freigestellt und ersetzt etc. Was wir hier drüben auch sehen, oder beziehungsweise erstmal hier unten, wir kriegen dafür eine neue Ebene mit dem neuen Bildinhalt und unsere Auswahl von vorher ist die Maske da drauf. Das heißt, wir könnten da jetzt sogar noch ein bisschen korrigieren anhand der Maske. Zusätzlich sehen wir hier im Eigenschaftenfenster drei Bilder. Und zwar jedes Mal, wenn ihr auf Generieren klickt, wird Photoshop euch drei verschiedene Möglichkeiten generieren. Wenn ich jetzt mal auf das zweite klicke, ich weiß nicht, wie Photoshop auf die Idee kam, auf jeden Fall ist jetzt hier ein Kürbis. Das ist auch jedes Mal anders, also das ist das erste Mal, seit ich das jetzt getestet habe, dass ich da einen Kürbis drin habe. Was haben wir hier? Das sieht auch nochmal aus. Vielleicht hat Photoshop gedacht, dass das Rote hier an der Seite irgendwie ein Kürbis sein könnte. Aber wir haben auch gesehen, dass hier auf einmal so ein Becher entstanden ist. Und also Photoshop versucht wirklich zu interpretieren, was könnte da hinkommen. Und das Ganze mit Artificial Intelligence, mit künstlicher Intelligenz, wird das Ganze gefüllt. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, was euch Photoshop geliefert hat, auch wenn ich finde, dass dieses Ergebnis schon ziemlich gut ist, könnt ihr einfach nochmal auf Generieren klicken. So, und was sehen wir jetzt? Photoshop hat uns drei neue Bilder angelegt. Hier wieder mit so einem Kürbis. Also irgendwie muss das hier wirklich drüben an einen Halloween oder so erinnern. Ist hier auch gar nicht so sauber. Also hier ist so eine harte Kante, die sieht ein bisschen komisch aus. Die Farbe von dem Kürbis ist auch jetzt nicht schön. Hier ist auch irgendwie ein Riesenwulst. Das sah noch ganz nett aus. Ich fand aber immer noch das allererste am besten. In diesem konkreten Beispiel. Also ihr, wie gesagt, die Links sind unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt das exakt ausprobieren und ihr kriegt komplett andere Ergebnisse. Also, wir klicken die auch einfach an und dadurch können wir das alles laden, was wir wollen. So, und wir gehen jetzt einfach mal mit dem. So, und damit hätten wir den ersten Part einmal abgehandelt. Wir haben eine Person komplett ersetzt. Und wie gesagt, das Ganze ist eine neue Ebene. Da kann ich jetzt natürlich alles Mögliche noch mit drin machen. Ich kann da drin rumstempeln. Ich kann da Einstellungsebenen, Farbton, Sättigung, Gradationskurven, alles jetzt noch nutzen, um das Ganze noch meinen Bedürfnissen anzupassen. So, zweites Beispiel, was ich mir rausgesucht habe, ist hier dieser Kuchen. Auch den möchten wir ersetzen. Also machen wir genau das gleiche Spielchen wie eben. Wir machen uns eine Auswahl drumherum. Die muss auch nicht genau sein, wie wir hier sehen, ganz, ganz grob. Klicken wieder auf generative Füllung. Und diesmal wollen wir sagen, was wir haben möchten. Eben haben wir ja Photoshop entscheiden lassen, was rauskommen soll. Jetzt diktieren wir es Photoshop an, was dabei rauskommen soll. Und zwar möchte ich jetzt hier, denkt dran, auf Englisch, Ice Cream with Cherries. Also ich möchte Eis mit Kirschen haben und klicke auf Generieren. So, und auch hier hat mir Photoshop etwas erzeugt. Das Ganze sieht manchmal mehr oder weniger realistisch aus. Wir können mal durchschauen, was Photoshop hier noch so angelegt hat. Ja, kann man fast durchgehen lassen. Hier vorne ist ein bisschen komisch, mit die Unschärfe passt dann hier nicht. Also die Ergebnisse sind natürlich nicht perfekt. Aber wir können ja das Ganze zigmal durchlaufen lassen, um jedes Mal neue Ergebnisse zu kriegen. So, die nächsten drei Ergebnisse, das passt auch nicht so ganz, das sieht nicht so schön. Das sieht schon ganz nett aus, auch hier haben wir wieder mit der Unschärfe so ein bisschen ein Problem. Aber da könnt ihr, wie gesagt, auch im Zweifel 100 Mal auf Generieren klicken, dann habt ihr am Ende 300 Bilder zur Auswahl. Ihr könnt übrigens natürlich auch sagen, wenn ihr sagt, ah, mit Kirschen gefällt es mir dann doch nicht so, ich möchte jetzt eher Strawberries haben, also Erdbeeren. Und klickt einfach wieder auf Generieren. Und ruckzuck haben wir ein Bild mit Eis mit Erdbeeren. Also auch hier kriegen wir dann natürlich wieder drei Varianten etc. Ihr könnt das auch natürlich mit mehr Infos, je mehr Infos ihr hier eingebt, umso mehr entspricht es natürlich dem, was ihr euch wünscht. Zum Beispiel könnt ihr sagen, ich möchte einen grünen Apfel, einen gelben Apfel, einen roten Apfel, wie auch immer. So, warum habe ich das jetzt aber nochmal geändert? Ganz einfach, wir behalten ja alle vorherigen Sachen da und dabei speichert sich Photoshop auch, was eure Anfrage war. Denn aktuell steht hier Ice Cream with Strawberries. Wenn ich aber auf eins von den vorherigen klicke,
wird wieder mein Kirschbild geladen und die Abfrage ist automatisch wieder auf Ice Cream with Cherries gewandert. Und wenn ich hier wieder klicke, wechselt es wieder auf with Strawberries. Also ich kann auch mal ausprobieren, was gut aussehen könnte. Und wenn es mir nicht gefällt, gehe ich einfach zu meiner vorherigen Eingabeaufforderung wieder zurück und lasse mir diese neu generieren. Also auch hier sehr, sehr beeindruckend, was Photoshop hinkriegt, denn diese Bilder gibt es gar nicht. Man muss es natürlich ein bisschen noch entsprechend verfeinern. So, dritte Variante, was wir mit der neuen KI verwenden können. Wir haben hier ein Bild von einer Dame in einem Feld. Das Ganze ist ein Hochkantbild. Jetzt haben die wenn wir uns ein Bild an die Wand hängen wollen, dann ist das ja sehr, sehr häufig im Querformat, gerade wenn es um eine Landschaft noch mit dabei ist. Also wollen wir das ganze Bild mal in ein Querformat bringen. Also ziehen wir uns das Ganze mal auf Quer. So, bestätigen das Ganze und haben jetzt hier dieses Querbild. So, jetzt ist natürlich hier alles leer, aber wir können ja einfach sagen, okay, Photoshop, genau an der Stelle möchte ich, dass du mir das gleich füllst. Also markiere ich jetzt einmal den weißen Bereich hier links. Ich nehme extra einen Teil vom Bild mit, damit ich nachher einen sauberen Übergang habe, mache das gleiche Spielchen auf der Seite und sage jetzt einfach wieder generative Füllung und lasse das Ganze leer, denn Photoshop soll mir schon mal schön selbst bestimmen, was dahin kommt. So, und auch hier hat Photoshop uns was gebaut. Also wir können natürlich übrigens auch jedes Mal bewerten, ob wie gut wir etwas finden und ob etwas vielleicht unangebracht ist, etc. Also aus meinen Tests kann ich schon mal sagen, das Wort Gun, also Pistole, das mag Photoshop in dieser Abfrage nicht. Also nur so schon mal in dem als Hinweis. So, aber was hat Photoshop gemacht? Es hat das ganze Feld erweitert. Die Heuballen sind hier jetzt nicht ganz sauber, hier auch nicht. Wir können ja mal gucken, was in den anderen rauskommt. Da ist zum Beispiel hier der Heuball schön, hier haben wir nochmal so einen kleinen Übergang. Auch das Bild ist gut geworden, da haben wir sogar einen Heuball hier so direkt am vorne mit. Photoshop hat den Fluchtpunkt bedacht für dieses Bild, hat Schärfe mit bedacht, dass es hier vorne scharf ist und hier dann aber in die Unschärfe geht. Es passt natürlich farblich das Model hier überhaupt nicht rein, das hat aber in meinen Augen auch schon vorher beim Originalbild nicht 100% gepasst. Aber das ist das Ganze. Ihr könnt also das Ganze auch nutzen, um aus einem Hochkantformatbild ein Querformat zu machen. Auch der Wald, an den hat Photoshop gedacht. Und das Schöne ist, ihr könnt euch ja hier Step by Step durcharbeiten, denn es ist ja nicht gesagt, dass das damit jetzt getan ist. Wir können ja jetzt auch mal sagen, wir nehmen einfach einmal das Schnellauswahlwerkzeug, sagen einmal Motiv auswählen, damit wir unser Model haben. Das ist keine saubere Auswahl bis jetzt. Geht aber jetzt auch gar nicht darum, eine saubere Auswahl zu haben. Wir drehen die Auswahl einmal um, das können wir ganz normal über Auswahl machen oder wir nutzen hier diesen Button, der ist auch zum Umkehren der Auswahl und sagen jetzt, okay, das Feld gefällt mir schon, sprich ich kann jetzt mit irgendeinem Auswahlwerkzeug, will ich jetzt hier subtrahieren, also das Feld, das soll alles so bleiben, auch den Wald lasse ich so, Model bleibt sowieso, so. Können das Ganze hier noch ein bisschen verfeinern, so, dass wir da auf jeden Fall noch so ein paar drinne behalten. So, soll erstmal reichen. Und jetzt kann ich wieder sagen, generative Füllung und ich sage einfach mal Dramatic Sky with Clouds und klicke nochmal auf Generieren. So, fertig ist das Ganze. Und was ist passiert? Photoshop hat mir einen Himmel hinzugefügt. Auch hier wieder drei verschiedene Varianten, die ich mir aussuchen kann. Unabhängig davon, ob die jetzt erstmal farblich passen und alles. Wahrscheinlich ist das Wort Dramatic ein bisschen doof, weil das macht natürlich den Himmel immer ein bisschen dunkler und kontrastreicher. Aber ihr seht, was dabei rauskommt. Alles, was ich markiert hatte, wird von Photoshop neu berechnet. Und dabei aber auch das Umliegende mit in Betracht gezogen. Deswegen, wenn wir hier mal auf den Wald gucken, den hatte ich ja nicht 100% hier ausgewählt, sondern einfach so mit so einer geraden Linie. Trotzdem hat, obwohl ich Sky eingegeben habe, hat Photoshop gewusst, dass der Wald hier trotzdem nicht einfach irgendwie aufhört, sondern dass dazu ein paar Zipfel noch mit reingehören. Und das hat Photoshop hier auch mal über den Horizont mitgemacht und so weiter. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze natürlich auch weiter generieren, noch andere Varianten, aber erstmal ging es darum, wir können jetzt aus einem Hochkantbild ein Querformatbild machen und das Ganze danach sogar noch sehr schön uns ergänzen mit anderem Himmel,
ihr könnt jetzt, was weiß ich, Vögel in den Himmel noch bringen, eine Sonne reinbringen, alles Step by Step, gibt jedes Mal eine neue Ebene. So, Variante oder Beispiel Nummer 4. Wir haben hier einfach ein Bild von einem schönen Haus in den Alpen, irgendwo auf einer Alm. Und auch das wollen wir uns jetzt ein bisschen mal verändern. Also ich habe es ja eben schon mal bei dem Beispiel gezeigt mit der Dame im Feld. Wir wollen jetzt einfach sagen, komm Photoshop, ich möchte, der Himmel ist mir einfach zu blau, das gefällt mir so nicht. So, wir nehmen hier mal noch mit. Erzeug mir doch bitte einen neuen Himmel. So, diesmal nehmen wir nicht Dramatic, Cloudy Sky. So, und das hat Photoshop draus gemacht. Photoshop hat hier ein paar Bäume mit hingemacht, weil es natürlich aus dem Originalbild wusste, hier sind Bäume überall. Hat mir einen wolkenbedeckten Himmel. Ich sehe immer noch ein bisschen blau, habe Wolken. Hat das Haus trotzdem nicht ganz unangetastet gelassen, aber trotzdem das Haus relativ gut noch zu Ende gemacht. Wie gesagt, das kann man ja selbst dann auch noch mit der Maske arbeiten. Und da können wir mal durchschauen, welches uns am schönsten gefällt. Also ich finde das hier in der Mitte am schönsten irgendwie. Wobei hier bei dem das Haus wahrscheinlich am schönsten ist. Aber darum geht es jetzt gar nicht. So, also jetzt haben wir den Himmel drin. So, und wir können, wie gesagt, komplett Step by Step das Bild verändern. Was fällt uns noch auf? Oh, irgendwie muss ja der Besitzer hier mal zu seinem Haus kommen. Komm, wir malen hier einfach mal, da ist ein Tor. Machen wir einfach mal hier so ganz doof und sagen Small Road. So, und schon haben wir einen kleinen Weg, der zu dem Haus führt. Auch da gibt es die unterschiedlichsten. Der ist jetzt nicht so schön, weil der hört irgendwo auf. Der nimmt hier so ein bisschen diesen Hubbel mit, aber ein bisschen übertrieben. Ich finde den hier am schönsten. Wir könnten natürlich auch wie immer neu generieren. So, was wollen wir noch? Wir wollen das hier so am Rand. Old Car. Wir wollen noch ein altes Auto dazu. So, und schon haben wir da ein altes Auto. Welches ist am schönsten? Ja, komm, das hier sieht doch ganz nett aus. Und fertig. Ihr müsst natürlich bei euren Auswahlen ein bisschen darauf achten, dass das Ganze von den Größen passt. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte hier, ja komm, wir machen es noch ein bisschen größer. Ich sage hier nochmal Old Car. So, dann sehen wir natürlich, dass das von den Proportionen gar nicht passt, zum einen zu dem Haus und alles. Also ihr müsst da ein bisschen drauf achten. Kein Problem, wenn das mal zu groß geworden ist. Ihr könnt ja nämlich immer noch dann sagen, ich habe diese generierte Ebene jetzt ausgewählt, drücke STRG T zum Transformieren, ziehe das Ganze kleiner auf diese Größe, die ich ungefähr haben möchte. So, und ihr seht, ich schiebe natürlich diesen ganzen Hintergrund, den Photoshop mit generiert hat, auch mit weg. So, noch ein kleines bisschen kleiner, kriegen wir es. Okay, bestätigen. Ich habe immer noch meine Abfrage und sage neu generieren. So, und ruckzuck hat Photoshop an der Stelle, hat Photoshop die Maske angepasst, oder die Maske habe ich ja angepasst durch das Transformieren. Und dann habe ich Photoshop neu berechnen lassen und habe wieder ein Auto dazu bekommen. So, die beiden Autos passen jetzt nicht beide von den Proportionen, aber ihr kriegt ein Gefühl dafür. Und so könnt ihr euch durchhangeln. Also ihr könntet jetzt hier irgendwelche Kühe hinmachen und hier noch ein Blumenbeet und hier noch ein Teich und was auch immer. Also ihr könnt euch sukzessive euer Bild zusammenstellen, wie ihr es wollt. So, letztes Beispiel. Und ja, ihr seht richtig, das ist leer. Hier ist auch gar kein Bild. Richtig, brauchen wir nämlich gar nicht. Wir können es nämlich direkt uns erzeugen, wie wir es wollen. Was nehmen wir denn mal? Wir machen mal hier so eine Auswahl. Und sagen, wir möchten ein Field of Grass. So, haben wir jetzt hier ein Feld. Wir nehmen mal das hier. Jetzt sagen wir, jetzt gehen wir mal hier oben. Da soll dann jetzt natürlich ein Himmel hin. Also sagen wir, Blue Sky with Few Clouds. So, haben wir hier. Passt jetzt alles natürlich vom Winkel nicht. Das hier geht noch relativ gut. Aber auch hier darum, es ging einfach darum zu zeigen, ihr könnt von Anfang an einfach loslegen und
beschreiben, was wollt ihr. Jetzt sagen wir mal, wir möchten hier irgendwo, was wollen wir denn da mal hinhaben? Oder wir machen es mal, gehen mal wirklich hier in die Breite und sagen, da soll jetzt noch ein Wald hin. A bunch of trees. So, das ist jetzt natürlich nicht schick geworden, das sieht auch ein bisschen künstlich aus und alles. Aber ihr kriegt ein Gefühl. Ihr gebt einfach ein, was ihr wollt. Ihr könnt das übrigens auch sehr, sehr komplex machen, indem ihr alles mit einmal sagt. Und zwar machen wir jetzt einfach mal generative Füllung. Field with a red house and mountains in the background. So, fertig ist dieses Bild. Das hat Photoshop gerade komplett erstellt. Also, ich finde das richtig atemberaubend, was Photoshop hier jetzt auf die Beine gestellt hat. Und nochmal, wir können das nachträglich verändern. Wir können jetzt hier einen Traktor hinstellen. Wir können bei dem Bild irgendwo hier noch so einen kleinen See hinmachen. Wir können Tiere reinmachen. Also, ich habe in einem Beispiel auch mal irgendwie einfach einen Reh oder einen Hirsch in den Hintergrund in den Wald gesetzt und alles. Also, und Photoshop hat komplett an Lichtverhältnisse alles gedacht. Also, dieses Update ist einfach unfassbar stark. So, das ist das neueste Update aus dem Hause Adobe. In meinen Augen, das ist ein richtiger Meilenstein in der Bildbearbeitung. Es bietet so viele Möglichkeiten, um eure Bilder nochmal nachträglich zu verbessern, wenn ihr an schlechtem Wetter draußen geschultet habt. Der Himmel war nicht schön. Klar, Himmel austauschen Funktion gab es auch vorher schon, aber jetzt kann ich mir den Himmel komplett generieren. Ich brauche nicht mal mehr Stock-Images dafür. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch ein bisschen Angst machen, denn mit solchen Möglichkeiten, zumindest Outdoor, also zumindest für Outdoor-Fotografen, die einfach Outdoor-Porträts machen, wird es langsam echt schwer, wenn ich mit meinem Handy mittlerweile ein einfaches Porträt machen kann und dann jage ich das Ding durch Photoshop, durch die KI durch und habe eine schöne Umgebung und habe Kirschbaumblüten im tiefsten September irgendwie. Also es funktioniert alles und das ist die erste Version, das ist die erste Beta-Version. Also das Ganze ist noch nicht mal ausgereift und jetzt schon so enorme Möglichkeiten. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Update? Habt ihr es schon ausprobiert? Werdet ihr es jetzt ausprobieren? Boykottiert ihr es jetzt, weil es einfach vielleicht schon sogar ein Schritt zu weit ist? Da bin ich mal wirklich auf eure Meinung gespannt. Bin ich natürlich immer, aber ihr wisst, was ich meine. Also lasst mir gerne mal einen Kommentar dazu da. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo. Und lasst mich auch wissen, wenn ich euch noch irgendwas dazu sagen soll, denn diese Einsatzmöglichkeiten, die sind einfach phänomenal. Was anderes fällt mir dann zunächst ein. Also ich überschlage mich jetzt hier mit Superlativen, deswegen mache ich jetzt Schluss. Das Video wird wahrscheinlich eh ein bisschen länger. Also danke ich euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Gehabt euch wohl, viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Ciao.